Surgeon Simulator Folge 7. Und ja, ich habe ein bisschen rumprobiert und habe ein bisschen vorgearbeitet. Wie ihr seht, ich habe es rausbekommen. Ich werde jetzt erstmal unseren Kollegen Bob hier die Spritze... Nein. Ja, das soll es gewesen sein mit der Spritze. Gut, ich hoffe, dass es trotzdem so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Ihr seht, ich habe ein wenig den Darm herausbekommen, den Dick- und Dünndarm. Jetzt werde ich hier mal versuchen... Nein. Alter, was ist hier los mit dem Spiel? Warum fliegen hier die ganzen Skalpelle? So, jetzt müssen wir nämlich eigentlich nur noch... Wir waren letztes Mal schon richtig bei der Einfolge, müssen eigentlich nur noch die Nieren dort abschneiden oder beziehungsweise dort einmal da... Genau, einmal. Man bekommt auch so einen Scheren-Sound. Ja? Hallo? Wenn man das... So, jetzt müsste eigentlich... Hallo? Ich glaube, wir haben es. So, jetzt müssen wir uns natürlich beeilen, dass wir die Nieren da rauskriegen. Und das ist gar nicht so einfach, liebe Leute. Das ist gar nicht so einfach. Und die Nieren müssen auch noch an ihrem richtigen Platz hängen. Ja, was ist denn jetzt hier los? Warum? Hallo? Kommst du wohl her? Hallo? Der Bob stirbt wegen die Wurstfinger, die du hier drin hast. Hallo? So. Niere 1 weg. Mal sehen, wir die zweite auch noch rauskriegen. Ich hoffe, wir schaffen das. Hallo? Ich sehe es schon, komm, wir schaffen es nicht, weil er hier mit seinen Wurstfingern hier am Zappeln ist, weil er hier einen Dittrich hat und Datterich. So, weg damit. So, jetzt müsste es eigentlich funktionieren, wenn wir jetzt die Nieren richtig hinpositionieren. So. Niere 1. Kommt natürlich oben rechts hin. Huch. Ja, super. Ja, ganz toll. Ganz großes Kino. So. Rein damit. So, andere Niere. Oben links. So, was willst du denn? Sind doch beide drin. Hallo? Och Mann, nein, jetzt wird er doch... Ey, das gibt's doch nicht. Ich hab's geschafft. Das ist das Ziel. Ja, also besser geht's gar nicht. Hallo? Oh Mann. Yes! 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 Ja, ja, ja! Wir haben's! Ja, die Nieren müssen richtig liegen, ihr seht's, sonst klappt das Ganze nicht. Sonst hätten wir es schon in der vorletzten, also in der vorigen Folge schon geschafft. Oder in der Davor-Folge, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, dann spielen wir natürlich weiter. Weil wir natürlich die Folge erst gerade erst angefangen haben, kann ich jetzt nicht nach 3 Minuten schon beenden. Nein, natürlich nicht. Yeah, wir haben die Nieren-OP hinter uns gebracht. Yes! So, das heißt für uns, was haben wir denn da? Britannia? Was ist das denn für Disketten? Die lagen noch vorher nicht da, ne? Können wir hier Disketten reinschieben? Das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Also, machen wir mal die Steuerung raus. So, legen wir die mal weg. Huch, okay. Tastatur natürlich auch. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Diskette mal vielleicht da mal einlegen. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob das funktioniert. Erstmal muss ich die jetzt greifen. Die Diskette... Na, was machst du denn da? Hallo? Hier, fickt euch alle! Fickt euch her! Her, ich operiere nie wieder den Bob! Fickt euch! Hier, fickt euch alle! So, also, dann wollen wir mal schauen. Ja, toll, jetzt muss ich dieses Kette auch noch umdrehen. Ja, super, ich seh schon, kommen die verfallen gleich aus dem Bild, die Disketten. Ja, natürlich. Und die drehen sich auch nicht so. Hallo? So um, wie man sie gerade braucht. Natürlich nicht. Ist doch klar. Ich würde die Diskette doch nur einmal nur... So, ja. Ja, ja. Ja, 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 ein bisschen. Yes! Was steht da? Brita? Was? Brita? Ach so. Na. Wie cool ist das denn?
Aber die lagen noch vorher nicht da, die Disketten, oder? Huch. Und was steht hier drauf? Bestimmt Herztransplantation, ne? Das gibt's doch nicht. Sind das dann dieses Rätsels Lösung? So, schauen wir mal hier. Ja toll, jetzt kann ich die Diskette nicht mehr greifen. Ja, super. Klasse. Okay. Wir rufen jetzt an. Und vor allem für was eine Uhrzeit? Hallo? Ja, ist klar. Das ist bestimmt der Texas Chainsaw Massaker Typ, der um die Uhrzeit anruft und eine Gehirntransplantation braucht. So wie es aussieht, braucht unser Dr. Bob. Mein Gott, der Bob, Dr. Bob. Mein Gott, unser Bob, der braucht auch ganz schön viel. Jetzt braucht er schon irgendwas mit dem Gehirn. Gehirntransplantation. Mein Gott, schwieriges Wort. Vermute ich mal, dass es sowas ist. Und ja, zwei Disketten haben wir. Also wir haben zwei OPs durch, zwei Disketten. Es könnte hinkommen. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Oh mein Gott. Ich möchte nicht, dass mir sowas mal irgendwann mal passiert, dass ich da so sitzen... Oh Gott. Und dann irgendwie sowas brauche. Das Gehirn müssen wir also einsetzen, ja? Na, Halleluja. Ich werde das Ganze mal mit dem Hammer anprobieren oder mit der Axt oder was auch immer das sein soll. Oh Gott. Das geht doch nie im Leben gut. Das kann... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, da hau ich mit meinem Hämmerchen das... das Sparschwein. Mein Sparschwein. Kaputt. Und dann hau ich mit meinem... nicht ins Gesicht. Reflex. Hallo? Hallo? Na, machen wir mal oben weiter. So, müssen wir mal ein bisschen... Okay, das ist nicht so einfach. Das sieht einfach aus. Ja, er verliert noch relativ viel Blut. Das können wir aber gleich stoppen, wenn wir wieder... Oh. Das ging jetzt aber ein bisschen schnell. Okay, also es ist schon mal... Also es ist schon mal das falsche Werkzeug, was ich da gewählt habe. Nun gut, ich bin natürlich nicht erfahrener Professor, sondern ich bin eher ehemaliger Medizinstudent. Da kann man nicht so viel von mir erhoffen. Also, dann machen wir das Ganze doch nochmal mit dem Hammer, so wie bei den, ja, genau. So wie bei, den... Das ist wie morgens ein Ei pellen. So sieht das bei mir morgens auch immer aus, wenn ich ein Ei pelle. Ja. Da nehme ich auch immer erst einen schweren Vorschlaghammer. So. Noch geht's eigentlich mit dem Blutverlust. Sollte natürlich nicht das Gehirn treffen. So. Ja, so ein Milliliter pro Sekunde geht eigentlich. Das können wir das akzeptieren wir. Oh, hoppala. Huch, da haut er noch dran. Da haut er noch dran. Er verliert aber verdammt viel Blut dann, ne? Ist ja schon... Aber wir müssen ja hier mal... So, ganz vorsichtig. Wir müssen ja hier so ein bisschen hier so das Ganze rausbrechen, ja. Sonst kommen wir ja nicht an dem ans Köpfchen dann. Also ich möchte wirklich, jetzt mal ohne Spaß beiseite, ich möchte wirklich im OP nicht irgendwann mal da sitzen und hab einen Tumor auf dem Gehirn. So sieht das dann wirklich aus, oh mein Gott. Was macht er? Hallo? Bist du, hallo? Okay. wir werden ihm mal ganz schnell eine Spritze verabreichen. Direkt ins Auge. So. Okay, also 1 Milliliter pro Sekunde wird wohl bleiben, so wie es ausschaut. So, wie kriegen wir denn jetzt das Gehirn da raus? Huch! Hoppala! Okay. Sieht ja gar nicht mal so verkehrt aus, was ich hier tue. Ich dachte... Nein! Nein! Gibst du wohl meine Uhr her? Sag mal, ist denn sowas möglich? Jetzt hat er meine Uhr da verschluckt.
Die kriege ich aber wieder später, ja? Mhm, okay. So, irgendwie müssen wir das da wahrscheinlich da unten durchschneiden. Ich frage mich nur gerade, wie. Ich versuch's mal hiermit. Ich werde es mal hiermit versuchen. Das ist... Oh, jetzt, nein! 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 Vielleicht klappt es ja hiermit. Schauen wir mal. Oh, das muss ich doch... Oh Gott, das muss ich doch treffen. Oh, das geht doch nie im Leben gut. Huch, okay. Anscheinend doch. So, geben wir ihm nochmal eine Spritze. So. Ja. Hallo? Gehirn nehmen und einsetzen. Yes! Yes, es sitzt sogar gerade. Und es dreht sich im Köpfchen. Mein Gott, was eine heitere OP. Die war ja mal cool gewesen. Und ich glaube, das war eine der einfachsten. Also, meiner Meinung nach. Was macht der da? Der verliert gleich seinen Kopf. Im Übrigen hat er noch meine Uhr oben drin, ne? Also, wenn es dann mal klingelt, wenn der morgens wach wird und es macht piep, 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 piep in seinen Kopf, dann, ja, weiß er, muss er aufstehen, dann haben wir 4.07 Uhr, so wie es da auf dem Wecker steht. Dann wird er immer daran erinnert, dass Dr. Reflex ihn operiert hat. Oh mein Gott, das ist so cool. Ja, vielen Dank, Leute. Das war erstmal Surgeon Simulator für diese Folge. Nächste Folge, lasst euch überraschen, was da kommt. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Und würde mich freuen, wenn ihr dann... Seht ihr, jetzt haben wir auch drei Disketten. Jetzt sieht man es mal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Dann in der nächsten Folge, weiß ich noch gar nicht, schauen wir mal, was wir dann operieren werden bei dem schönen Bob. Vielleicht haben wir auch irgendwann mal einen neuen Patienten. Schauen wir mal. Und ich würde sagen, bis demnächst. Tschüss. Hallo? Hallo? So, bis demnächst. Tschüss. Macht's gut.